Wow. Gut. Sehr gut. Der wäre wichtig gewesen. Führung, den ganzen Satz und jetzt steht es plötzlich nur in beide. Und ausgerechnet jetzt spielt er seinen ersten Ball über den Tisch. Stefan Plattner. Das Glück des Tüchtigen hätte ich beinahe gesagt, aber das wäre vielleicht ein bisschen parteiisch. Natürlich bin ich auf Seiten der Feldrichter. Nochmal Glück.
Jetzt! Fast wie in alten Tagen, Stefan Blattner, der hier nur Ersatzmann ist. Gibt es auch Videos auf YouTube auf dem Kanal Reinhard Steinbücher bei zahlreichen bayerischen Meisterschaften, wo er immer ganz vorne mitgespielt hat. Mittlerweile ist er Lehrer in Fürth, ganz in der Nähe von mir im Hardenberg-Gymnasium. Ich habe sogar mal die Ehre gehabt, einen Fortbildungslehrgang für Tischtennis an Schulen für Lehrer bei ihm zu bekommen. Hat ihn sehr amüsiert, dass ich da aufgetaucht bin. Das Ganze hier, dritte Tischtennis-Bundesliga. Ein Nachholspiel wegen Corona im letzten Jahr ausgefallen. Jetzt am heutigen Sonntag, den 16. Januar 2022, hier die Eingangsdoppel. T.H.E. Bdout und Marius Henninger für die Gäste aus Stuttgart. Wie schon gesehen, den Satz über Kuhmann gut wie immer, aber auch Blattner nahezu ohne Fehler. Sehr erstaunlich. Mal sehen, ob sie das Niveau halten können. Thank you.
sehr gut. Und weiter geht's. Wie gesehen, furioser Start in den zweiten Satz für diese beiden hier, gecoacht von Mannschaftsbetreuer Walter, Marius Henninger und Jaip Daud. Jetzt haben sie die Reißleine gezogen, weil plötzlich steht es nur noch 9-8. Okay, ich sag dir, was ich nicht mache. Nach diesem genialen letzten Rückhandball. Ich würde es mal als Ballonbanane bezeichnen. Können wir machen. Der war zu genau. Zu genau. Auf Jungs. Und wir. Komm. Ja, noch. Ja. 9-10. Ja. Also, Stand 1-1. Ich werde mal die Kameraposition wechseln, weil mir gerade auffällt, dass ich gar keine Spielanzeige im Bild habe. Normalerweise habe ich keine andere Stelle, von der aus ich filmen kann, aber heute nichts gehen, weil dank Corona die Zuschauerplätze nicht besetzt sind. Probieren wir es mal. Also, Fortsetzung dieses Spiels. Neuer Clip.